Hi Leute, willkommen bei Tupac VR und willkommen bei Dead Ground Arena. Ja, ist ein Zombie-Wave-Shooter. Können hier auch ein bisschen üben im Hauptmenü, sag ich mal. Da sind sie alle still, jetzt kommen sie aber gleich da wieder. Also hier kann man so ein bisschen Waffen üben, zielen. Also mit den Laserpointern ist das ganz nett. Auch relativ einfach zu treffen. Die explodieren so schön. Oder? Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ins Game. Oder, ich wollte euch noch kurz erklären. Also man hat hier einmal Teleport. Also hier kann ich mich teleportieren. Am rechten Stick kann ich mich dann auch drehen. Und dann habe ich hier noch Bewegung am linken Stick. Aber der macht immer nur so kleine Schritte und dann ist auch Ende irgendwann. Also so einen kleinen Bereich, wo ich mich dann bewegen kann. Alles andere muss ich dann wieder, was ein bisschen weiter weg ist, mit dem Teleport machen. Den kann ich aber auch nicht drehen, den Pfeil, den ihr hier seht. Ist auch blöd. Aber gut, das Spiel ist auch noch in Entwicklung, von daher vielleicht kommt das alles noch. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir gehen mal in die Höhle. Okay. Clear days are the best for hunting. Hier haben wir so ein kleines Menü. Können wir uns Grafik und so weiter einstellen. Game hier. Hier hat man Right Hand, kann man Teleport. Dieses Move ist das, was ich eben schon erklärt habe. Dieses Springen. Ne? Hier links, rechts, vorne, hinten. Das kann man sich halt links oder rechts legen. Englisch gibt es nur als Sprache oder Chinesisch, glaube ich. Das wäre es einfach mal so. Wenn wir hier auf die Button halten, ich glaube B und X oder so, kommt unser Waffenmenü. Wenn wir neue Waffen aufheben, können wir die hier wechseln. Zeige ich euch gleich, wenn wir was Neues haben. Ich würde sagen, wir legen direkt los, dass wir ein paar Waffen kriegen, dann können wir auch umschalten. Davon haben wir unendlich Munition. Von den anderen Waffen, die man hier findet, nicht. Ja, diese grünen Sachen waren wieder Bonus-Kram, den wir hier kriegen, freischalten können. Gehen wir mal ein bisschen näher ran ans Geschehen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon die AK aufgehoben, aber noch keine Muni dafür. Gucken wir gleich mal nach. Schuss haben wir. Ja, können wir mal probieren. Zeige ich euch mal die AK. Also die ist echt genial. Bei 30 Schuss dürfen wir uns hier. Jetzt haben wir ein bisschen was bekommen. Ah, da ist wieder Ammo. Da brauchen wir auch keine Angst mehr haben, dass uns die Ammo jetzt so schnell leer geht. Wow. Ja, wie ihr seht, die springen auch. So. Ein bisschen mehr Munition könnten wir schon haben. Aber wir haben ja notfalls noch die anderen Sachen. Also Zombies kommen immer vom Himmel. Wir laden mal nach. So, dann haben wir noch, gucken wir, was wir noch machen. Ah, die Schrotflinte hier. Die macht auch ganz schnell den Gar aus hier von den Zombies. Ah, dieses Smooth geht doch. Die ganze Zeit, aber man springt dann halt immer so ein bisschen wie so ein kleines Hoppelhäschen.
aber ist auch nicht schlecht. Das war ganz knapp irgendwie. Der wollte auch schon springen. Müssen wir nach hinten nachladen? Alter, das war aber jetzt viel. Was haben wir denn sonst noch hier am Warten? Pistol, Gravity Gun, Rocket Launcher. Rocket Launcher hört sich gut an. Der lohnt sich wahrscheinlich erst, wenn so ein paar von denen da sind. Ah, die Höhle ist auch ganz nett gemacht. Okay, wir können nochmal mit der AK wahrscheinlich rumsprayen. Ja, nachladen. Ja, die sollen nicht mit dem Feuer spielen. Ich habe den halt eben schon mal erklärt, aber ja, Zombies haben kein Gehirn, ne? Wir wollen immer Molotov-Cocktails bauen und das geht dann natürlich hin nach hinten los. Mit der AK macht das echt Spaß. Man kann die manuell nachladen, aber die laden auch automatisch nach einer Zeit nach. Also, was heißt nach einer Zeit, wenn die leer sind? Komm, komm, komm! Also Kopfschüsse bringen hier auf jeden Fall was. Ja, ansonsten Hitzone, machen wir mal rein. Ja, die knicken dann um und sind dann aber auch tot, ne? Kommen wir nochmal rein hier. Ist ein bisschen blöd, dass die da nicht weiter kriechen. Round finish. 5 Minuten. Ja, ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Okay Leute, wir sind jetzt wieder im Menü und ich habe jetzt noch andere Missionen gefunden. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ellis Island. Okay. Awesome. It is great weather for hunting. Ich vermute, die können jetzt hier von überall kommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir einfach mal. Das hat so ein bisschen Dead Island Flair. Müssen nachladen oder kommen wir auf? Wir sind erst bei der ersten Welle. Und man merkt schon, es kommen auf jeden Fall jetzt mehr. Kann ich ja hier komplett rumlaufen? Jo. Gucken, ob die Fässer gleich explodieren, wenn da irgendwie Gegner vorbeilaufen. Aber da muss sich aber lohnen. Oh, die laufen nicht fies. Wow. Wir wechseln mal auf die Schrotflinte. Alter! Ja.
Boah, das ist jetzt schon echt fordernd, ne? Boah, den Fleischbrockenschmeißer müssen wir hier ausschalten. Huh. Okay. Laufen wir mal ein bisschen hier rum. Alter, der kann aber was. Damn it, I have no bullets. Boah, also jetzt wird's schon nicht. Bisschen schwieriger. Und man muss hier Munition sparen, so wie es aussieht. Gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Crossbow. In den Hals. Okay, die kann nur zwei. Mal alles nachladen hier. 60 Schuss, 19. Oh je. Gut ist, ich kann so mich ein bisschen bewegen. Alter! Okay. Die räumen mal richtig ab. Also die sollten wir uns auch behalten. Der hat ein Messer. Messerjocke. Grenade, das hört sich gut an. Noch eine. So, mal gucken, was wir sonst noch haben, ne? Hier irgendwo noch was freigeschaltet wurde, aber sieht nicht so aus. Okay, ich stand gerade komplett an der Wand. Okay. Typen nerven. Okay. Zeit für was anderes. Puh. Mann, Mann, Mann. Sieht da noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Jetzt gucken, wo ich hier stehe im Raum. Komm zu Mama. Eine ganze Familie von den Spinnen. Alter, was kommt da? Okay. Geh mal hinten. Haben wir noch Zeit?
Also mit zwei Mann würde mir das echt mehr Spaß machen. Aber ist ja bei allen Spielen so. Auf einmal haben wir jetzt 161, das ist schon mal echt gut. Crossbow. Spiel mal ein bisschen Daryl. Okay. Ja, der Waffensystem mit dem Wechseln, das ist echt ein bisschen aufwendig, finde ich. Wow. Wow, Alter. Ja, ich muss hier weg. Okay, den haben wir erledigt. Müssen wir uns um die kümmern. Können wir die aufpacken mit dem Gravity Launcher? Jawoll, und... Junge, weg! Und tschüss! Oh, nicht das gute Zeug hier verschwenden. So, jetzt ballen wir mal ein bisschen damit rum. Haben wir uns verdient. Wow. Fette Frau im Kleid. Puh, Leute, das war hart. Aber war schon besser, hat mir schon ganz gut gefallen. Gehen wir mal zurück. Okay, Leute. Das war Dead Ground Arena. Ja, was soll ich sagen? Wie immer, Wave Shooter. Hat aber Spaß gemacht eigentlich, aber da fehlt halt echt der Koop-Anteil, weil sowas macht alleine halt, ja, mir nur minimal Spaß. Vielleicht für 30 Minuten, dann ist bei mir aber auch irgendwie die Luft raus. Ansonsten aber echt cool gemacht. Aber es kommt ja noch Dead Ground Z oder Z raus. Und das wird, ja, ich denke mal, ein komplettes Spiel ohne Wave Shooter. Und darauf bin ich echt gespannt. Ist aber noch nicht raus. Ist von den gleichen Machern. Und ja, sobald das raus ist, werde ich das testen und auch wieder ein Video machen. Ist ganz klar, dann könnt ihr euch da mal ein Bild von machen. Also mit dieser ganzen Physik und so weiter. Wäre ganz cool, wenn da ein richtiges Spiel rauskommt. Aber an der Bewegung müssen sie echt noch arbeiten. Also Teleport und dieses komische Hopsen ist nicht so wirklich mein Fall. Aber wie gesagt, ist Early Access und ich denke, die werden damit sicher noch was dran arbeiten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch und ein Abo wäre echt geil. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.